Moin Leute, ich bin's Nina, eure EWE Smartgeberin. Ihr habt richtig Bock auf einen MINT-Beruf, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin heute für euch beim Jugendforscht-Regionalwettbewerb Brandenburg-Ost. Hier bin ich auf der Suche nach spannenden Projekten und informiere mich, wie ihr zu eurem MINT-Traumjob kommt. Alle Tipps sammeln wir in einer Checkliste, damit ihr wisst, was zu tun ist. EWE ist Pate des Regionalwettbewerbs Jugend forscht und mit vielen Ansprechpartnern vor Ort, um die Fachkräfte von morgen, also euch, zu fördern. Meine Chance, jetzt mehr über die Ausbildung bei EWE zu erfahren. Dafür habe ich mich mit Gunther verabredet. Hallo Gunther. Hallo Nina. Welche Ausbildungsberufe bietet denn EWE an im technischen Bereich und was zeichnet diese Berufe aus? Also in EWE bietet in dem technischen Bereich drei Berufe an. Das ist einmal der Elektroniker für Betriebstechnik, der Systemelektroniker für IT und als dritten Beruf haben wir den Anlagenmechaniker. Der Anlagenmechaniker ist jetzt ganz neu bei EWE aufgenommen worden, einmal in Oldenburg und einmal in Brandenburg. Der Anlagenmechaniker hat zur Aufgabe, sich um die Gasnetze insbesondere hier zu kümmern, Instandhaltung, Instandsetzung und die Wartungsaufgaben. Klingt schon mal sehr spannend. Was muss denn ein Bewerber mitbringen, um bei euch eine Chance zu haben? Ja, die Sekundarstufe 1 genügt und er muss natürlich Interesse an der Technik haben, er muss Interesse an handwerklicher Tätigkeit haben, dann ist er bei uns gern willkommen. Super, vielen Dank. Das war schon mal sehr aufschlussreich. Neben mir steht jetzt Christian. Christian hat den ersten Schritt schon getan. Er ist Auszubildender bei EWE und das passenderweise in einem MINT-Job. Christian, sag mir doch mal bitte, was für einen Beruf du genau erlernst und was dir dabei besonders viel Spaß macht. Ja, ich erlerne den Elektroniker für Betriebstechnik. Was macht mir am meisten Spaß? Das ist schwer zu sagen. Es gibt vieles. Zum einen verdrahten wir jetzt in unser Prüfungsgestell. Das macht natürlich Spaß, wenn man sieht, was man schafft und dass es am Ende auch funktioniert. Dann gibt es aber auch noch anderweitig Projekte, dass wir mit einem 3D-Drucker oder mit der CNC-Fräse Objekte bearbeiten können oder sogar Objekte drucken können, was natürlich sehr viel Spaß macht. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Was würdest du denn Bewerbern mit auf den Weg geben, die genau das Gleiche machen wollen wie du? Ja, zum einen sollten sie erstmal technisches Interesse haben. Dann sollten sie eine gewisse Fingerfertigkeit haben, gerade zum Verdrahten von Gestellen und so weiter. Ja, was ich persönlich gemacht habe, ich habe ein Betriebspraktikum gemacht, das kam zum Beispiel sehr gut erstens bei der Bewerbung an und zweitens habe ich auch selbst gesehen, wie die EWE arbeitet. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, was sollte man noch können? Man sollte ein bisschen Interesse haben an Physik und Mathematik. Man muss natürlich auch Sachen ausrechnen. Ist manchmal auch ein bisschen schwer, aber das kriegt man wohl hin. Ja. Bei mir ist jetzt Birgit Nix. Birgit Nix ist Referatsleiterin im Brandenburger Bildungsministerium für alle weiterführenden Schulen, das heißt also alle Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien. Birgit, was würdest du jungen Leuten empfehlen, die einen technischen Beruf wählen wollen und in welchem Zusammenhang steht das konkret mit Jugend forscht? Es wäre schön, wenn die jungen Leute, die Kinder und Jugendlichen großes Interesse, Neugier, Begeisterung für die naturwissenschaftlichen Fächer zeigen. Mathe, Physik, Bio, Chemie, Technik, Informatik. Da können sie sich ausprobieren und die Möglichkeit im Jugendforschbereich ist natürlich auch, da können sie experimentieren, da können sie Projekte einbringen, ihre Ideen einbringen, sich einfach mal ausprobieren, sodass da also wirklich Synergieeffekte und Verbindungen gegeben sind zwischen der Möglichkeit, einen technischen Beruf zu erlernen oder überhaupt zu ergreifen und dann eben auch sich einfach mal auszuprobieren. Ist das was, ist das nichts? Zum Schluss habe ich mich noch mit Heiko Selig verabredet. Heiko, eine Frage brennt uns jetzt noch auf der Seele. Und zwar,
Was hat EWE als Arbeitgeber speziell jungen Leuten zu bieten? Nina, wir bilden aus in kaufmännischen Bereichen, in zahlreichen technischen Bereichen. Mhm. Wir haben super nette Kollegen. Wir haben tolle Arbeitszeitregelungen. Work-Life-Balance spielt eine große Rolle. Und Weiterbildung spielt bei uns eine Rolle. Also wir sind rundum, glaube ich, ein ganz gutes Paket für einen Arbeitnehmer. Für uns ist auch natürlich wichtig, dass Leute, die zu uns kommen, querdenken, kreativ sind und nicht so ein Mainstream sind. Ne? Also Leute, die aus Google alles rausziehen, die brauchen wir nicht, sondern Leute, die wirklich eigene Ideen haben und die uns voranbringen. Super, vielen Dank. Das war doch mal ein spannender Einblick in die Welt von Jugendforscht und der MINT-Berufe. Wollt ihr jetzt weitere Informationen dazu haben und auch zum Ausbildungsangebot von EWE, folgt einfach den Links im Beschreibungstext. Hier findet ihr auch die Checklisten. Jetzt lasst noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, eure Nina.